Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie geht es uns? Wie geht es euch? What's poppin', Freunde? Ich habe heute ein sehr spannendes Video, denn es ist ein Full-Face Fast First Impression mit Produkten, die ich noch nie benutzt habe, die irgendwie jedes Mal an mir vorbeigehen. Und ich freue mich ganz, ganz besonders drauf, denn heute haben wir ein, ja, Full-Face Lancôme-Video. Ich habe einige Produkte hier, die wir heute gemeinsam testen wollen. Und selbstverständlich Goodies bis zum Umfallen für euch. Dieses Video entsteht nämlich in Zusammenarbeit mit Thiemann. Sie haben mir freundlicherweise die Produkte zur Verfügung gestellt, damit ich dieses Video für euch machen kann, damit ihr Rabatt bekommen könnt. Und ich möchte euch auch eine Sache noch zeigen, die mir persönlich ganz wichtig ist, die nichts unbedingt mit dem Video zu tun hat, aber wir wissen, die Schule hat wieder angefangen und nicht nur unsere Kids oder eure Kids, wir sind noch nicht so weit, haben eine Schultüte bekommen und es gibt gerade eine ganz, ganz tolle Aktion von Thiemann, wo ihr euch was Gutes tun könnt mit dieser super süßen Zuckertüte. Es gibt nämlich drei verschiedene Versionen davon. Wir haben die Beauty Time Zuckertüte, die Selbstliebe und die Duftwolke Zuckertüte und in jeder Tüte sind verschiedene Produkte drin. Wir schauen mal hier kurz rein, was hier drin ist. Hier ist eine Make-up-Tasche von Zadig Voltaire mit drin. Wir haben sogar dieses Magic Fix, erinnert ihr euch? Das hatte ich euch in meinem Art Deco-Video gezeigt. Ich schwöre darauf. Damit kriegt ihr jeden Lippenstift zu einem mega lang anhaltenden Liquid Lipstick, der den ganzen Tag hält. Noch was von Lancôme und was von Shiseido, eine Foundation. Und wir haben sogar was von Dolce & Gabbana. Das muss ich mir anschauen. Fancy im Samtbeutel. Okay, wow. Wunderschön. Ein Spiegel von Dolce & Gabbana. Perfekt für die Handtasche. Perfekt für unterwegs. Also ganz, ganz viele wirklich süße Sachen. Auch mit Full-Size-Größen für die Lippen. Hier ist noch ein Lip-Scrub mit drin. Also es gibt für jeden was. Ihr kriegt auch 20% auf diese Zuckertüten. Also hier sind ganz, ganz viele verschiedene Produkte mit drin. Und noch viele, viele weitere. Und das Ganze für 29 Euro. Und ihr könnt mit dem Code MAXIM20 darauf sparen. Super süße Aktion, zeige ich euch aber auch nochmal bei Instagram bei Zeiten. Heute soll es aber ein bisschen um Lancôme gehen. Und das letzte Mal hat euch mein Art Deco Video sehr, sehr gut gefallen. Ihr habt einiges gekauft. Und deswegen hat jemand mich gefragt, ob wir das Ganze nochmal mit Lancôme machen wollen. Weil Lancôme ist so eine Marke. Also wir kennen sie, vor allen Dingen La Vie est Belle. Also diese Parfums. Aber ehrlich gesagt, Make-up habe ich mich noch nie mit auseinandergesetzt. Und deswegen haben sie mir viele Produkte zur Verfügung gestellt. Wir haben Pflege und wir haben auch wieder Goodies für euch. Und zwar gibt es 20% auf das komplette Sortiment. Und bei jeder Lancôme-Bestellung gibt es dieses Set mit dazu. Das ist total süß, weil ihr einen Augenstift und dieses Abschminkzeug habt. Ich liebe dieses Abschminkzeug. Das war eins meiner ersten High-End-Produkte, die ich mir jemals gekauft habe. Und bei jeder Bestellung über 30 Euro gibt es noch drei weitere Goodies von Lancôme mit dazu. Hier diese mega große Bodymilch und Mascara und Parfums. Also ganz, ganz viele Sachen für euch als kleines Geschenk und für euer Vertrauen. Thiemann kennt ihr wahrscheinlich. Ist ein ganz, ganz kleines Familienunternehmen hier aus Deutschland. Und ich freue mich immer, wenn ich mit denen zusammenarbeiten kann, weil im Vergleich zu allen anderen Parfümerien ist es super schwierig, als Familienunternehmen heutzutage noch zu bestehen. Und ich tue gerne meinen Teil dazu bei, um kleine Familienunternehmen zu unterstützen. Und wenn ihr wollt und ein Produkt gefällt und ihr so ein bisschen was sparen wollt, ihr kriegt noch was oben drauf. Super süße Sache. Ihr seht, ich sehe heute ein bisschen aus wie ich weiß es nicht, ich fühle mich irgendwie komisch gerade. Wisst ihr was? Wir starten. Und zwar habe ich hier die Die Renergie Multilift Ultra Cream Anti-Wrinkles, also Anti-Falten und Dark Spot Correction. Die habe ich schon benutzt, die ist sehr, sehr gut. Das ist eine super reichhaltige Creme. Die ist von der Dicke her wie die Magic Cream, aber ihr habt hier halt noch so ein bisschen Skincare-Ingredients mit drin. Ne? Eine ganz, ganz dicke Textur, von der Textur her wie die Nivea-Creme, würde ich sagen, aber halt mit Pflege und die hinterlässt ein wunderschönes Finish. Also die habe ich auch in den letzten Tagen schon getragen. Was ich auch schon benutzt habe, bevor ich das Video gestartet habe, war die Augencreme. Das ist eine sehr feine Textur, die recht schnell einzieht und nicht so einen ekligen Film hinterlässt. Und wo ich absolut begeistert von war, war das Advanced Genifique Youth Activating Concentrate. Das benutze ich meistens abends nach meiner Pflege, nach meinem Toner. Kommt das danach und dann mache ich weiter mit den Produkten. Ich finde, das
strafft so ein bisschen. Ich habe am nächsten Tag wirklich das Gefühl, dass die Haut einfach ein bisschen glatter ist. Kann aber auch einfach an der Creme liegen. Von der Skincare, wenn ihr damit Erfahrung habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Bin ich super gespannt. Ansonsten gebe ich euch da auch zeitnah ein Update zu. Und was mich super interessiert, habt ihr Erfahrung mit Lancôme-Produkten? Denn ich ehrlich gesagt gar nicht. Außer irgendwie vielleicht meine Mascara, die Hypnose-Mascara vielleicht. Aber mehr auch nicht. Jetzt kommen wir aber tatsächlich zu dem richtigen Make-up und jetzt wird's spannend, denn es gibt so Sticks. Und eigentlich bin ich gar kein Fan von Sticks, weil ich habe immer gedacht, das ist total unpraktisch. Foundation-Sticks finde ich persönlich unpraktisch, weil man es nicht so richtig, weiß ich nicht, ich mag es einfach nicht. Aber es gibt hier einen Primer-Stick. Das ist der Blur and Go-Stick und damit könnt ihr, und das finde ich persönlich super cool, dann einfach hier über euren T-Zonenbereich. Da, wo ihr vergrößerte Poren habt, und ihr habt, glaube ich, sofort gesehen, ne? Hier ist es glowy und jetzt ist es matt. Das einfach hier rüber geben und das zeichnet so ein bisschen die vergrößerten Poren glatt. Nimmt natürlich jetzt gerade so ein bisschen den Glow von der Creme weg. Finde ich im T-Zonenbereich ehrlich gesagt aber gar nicht schlimm. Und dafür finde ich Sticks sehr gut. Den lassen wir kurz so ein bisschen antrocknen, hat auf jeden Fall super gut mattiert. Also, wenn ihr Probleme mit öligen Bereichen in der T-Zone habt, glaube ich, ist das ein sehr, sehr gutes Produkt, um einfach das so ein bisschen weicher zu kriegen. Ich habe eine Foundation bekommen und auch die habe ich schon getragen, um euch ein Langzeit-Update zu geben. Das ist die Ton Miracle Natural Healthy Look Foundation mit Lichtschutzfaktor 15. Ich habe sie jetzt hier in der Farbe 3. Das ist eine sehr, sehr leichte Foundation und wir machen erstmal eine halbe Seite, die aber eine hohe Deckkraft hat. Also ich gebe mir wirklich erstmal nur so ein bisschen auf die eine Seite und wir schauen mal, wie sich das Ganze verblenden lässt. Ich arbeite das hier einfach mit so einem Buffer-Brush ein. Und, Color Match ist erstmal schon mal gut. Wow, okay. Also, in Kombination auch mit der Pflege, ich hole euch gleich ein Stückchen heran, dass ihr alles so ein bisschen besser sehen könnt. Vom Finish ist die ähnlich wie die Dior Forever Skin Glow Foundation, die ich ja so über alles liebe. Aber so ein bisschen natürlicher auf dem Gesicht. Also nicht ganz so ultra, ultra glowy. Auch von der Langanhaltbarkeit ist sie das. Ich habe sie, wie gesagt, schon getragen. Die Deckkraft, ihr seht es. Hat alles schön ausgeebnet, ohne maskenhaft zu wirken. Ich hole euch ein Stückchen heran, weil ihr müsst das Ergebnis einfach von ganz nahem sehen. Ich könnt ihr einmal alles sehen. Ihr seht die Hauttextur, ihr seht die Hautstruktur. Es ist alles ausgeebnet, ohne dass es halt zu viel ist. Und wenn ich jetzt hier mit dem Brush einmal rübergehe, habt ihr sofort die Deckkraft, aber nicht zu gekleistert. Also das habe ich tatsächlich gemerkt. Sie sah im Tageslicht sehr, sehr schön aus. Ich glaube, ihr kriegt hier schon immer ein ganz gutes Bild, vor allen Dingen, wenn ich euch so super, super nah ranhole. Mir ist es halt immer wichtig, dass wenn ich euch eine Foundation zeige, ihr seht, wie sieht sie auf der Haut aus, wie performt sie, wie fühlt sie sich an. Also das Finish ist super, super schön. Tatsächlich ist es so, dass es so ein bisschen runtertrocknet, aber ich habe sie gestern getragen bei einem Shooting und habe kein Puder benutzt. Ihr habt auf jeden Fall den Glow, aber ohne dass es so richtig speckig ist. Also wenn ihr wollt, müsstet ihr sie dann nicht unbedingt setten. Ich mache das meistens. Hier im T-Zonenbereich seht ihr aber, dass die Poren tatsächlich so ein bisschen ausgeblurrt sind, ne? Also das ist jetzt nicht so vergrößert. Das ist alles sehr natürlich, oder? Also das ist halt das Schöne, wenn ich das Licht wegdrehe, dann seht ihr eigentlich nicht so viel. Und mit dem Licht habt ihr einfach diese Reflexion. Und so kann ich euch demonstrieren, wie die Foundation wahrscheinlich auch bei euch auf der Haut aussehen werdet oder wird, wenn ihr Licht abbekommt. Sehr, sehr schöne Foundation. Trage ich auch tatsächlich weiterhin, weil sie ist nicht schwer. Also ihr habt nicht das Gefühl, dass ihr irgendwie lange was im Gesicht habt. Sie hält den ganzen Tag, muss man schon sagen. Je nachdem, ob ihr sie settet oder nicht. Natürlich, wenn ihr eine Foundation nicht settet, hält sie niemals so lange wie eine, wenn ihr sie pudert oder baked. Das ist physikalisch. Egal. Das funktioniert nicht. Aber ich habe noch ein paar andere Produkte. Und zwar ist auch hier wieder so ein Stick. Und das ist der Vibrant Lilac Highlighter Stick. Ich swatche ihn einmal kurz. Ich habe den noch nicht probiert. Okay. Das ist Vibrant. Ich gebe mir so ein bisschen auf den Handrücken. Das ist halt was, wenn man vielleicht auch mal Leute schminkt. Andere Leute schminkt, sind so diese Sticks, glaube ich, gar nicht schlecht. Einfach um so ein bisschen hygienischer zu arbeiten. Ich arbeite mir das mal mit einem Pinsel hier ein. Und dann platzieren wir das. Schon mal hier. Das ist gleich so eine kleine Blush- und Highlight-Kombi. Und damit gehe ich gerne hier sehr, sehr weit hoch, damit ihr, wenn das Licht im Alltag auf euch fällt, ihr nicht nur hier den Highlighter habt, sondern wirklich komplett in diesem Bereich.
Und dann sieht das Ganze auch ein bisschen natürlicher aus. Das ist eine Cream-to-Powder-Textur, würde ich sagen. Also sie trocknet so ein bisschen an. Ist sehr zart schmelzend, kann ich mir auch gut auf den Augen vorstellen. Seht ihr das? Das ist nur ein ganz, ganz leichter Touch an Farbe. Ich drehe das Licht weg. Ihr habt ein wow. Okay, so seht ihr das noch ein bisschen besser. Das ist immer so ein bisschen, da muss man ein bisschen spielen hier. Ich habe freundlicherweise aber noch einen richtigen Blush bekommen und den fand ich so wunderschön. Den benutzen wir gleich. Hier ist halt wieder so ein Pinselchen mit drin. Na, braucht man nicht, aber das ist die Farbe Sorbet de Corail. Corail. Oh, es ist sogar ein subtiler Blush. Das ist mein Lieblingswort. Okay, ich mache einmal meine Base kurz fertig, ein bisschen Concealer, ein bisschen Puder und dann geht's weiter. Ich habe ein bisschen Concealer und ein bisschen Puder unter die Augen gegeben, dass nichts creased. Jetzt kommen wir zu dem Blush. Da bin ich super gespannt. Ich swatche ihn einmal. Fühlt sich sehr weich an und ist tatsächlich, erinnert mich so ein bisschen an meinen ersten High-End-Blush, den ich gekauft habe von Kevin O'Quinn. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Das ist. Habe ich bei TK Maxx gekauft. So teuer war es dann am Ende doch nicht. Für mich damals war es aber ziemlich teuer. Der hat, glaube ich, 19 Euro gekostet und ich habe damals Flaschen auf der Straße gesammelt, um mir einen Blush zu kaufen. Been there, done that. Wir nehmen Stippling Brush, denn ich möchte wirklich nur leicht reingehen. Der soll sehr subtil sein. Ich drehe mal das Licht ein bisschen weg, dass ihr es besser sehen könnt. Oh, schöne Farbe. Der hat, also es sieht aus, als hätte er Schimmer drin, aber man erkennt den Schimmer auf der Haut jetzt nicht wirklich. Also das ist ein ganz, ganz zarter Schimmer, sodass ich fast sagen würde, der ist matt. Schöne Farbe kann ich mir jetzt gut im Herbst vorstellen, weil er so ein bisschen in die orangige Peachy-Richtung geht. Sehr, sehr schön. Auch in Kombination, ne, mit der Foundation und diesem Glowstick sieht das Ganze recht frisch aus, ohne dass es zu übertönt ist. Ich habe hier eine Lidschattenpalette und das ist so, erinnert mich so ein bisschen an die von Dior. Und ich finde die super, super schön. Also ihr habt hier so einen richtig schönen, hoppala, da brauchen wir eh nicht die Dinger, so ein super schönes Pressing. So ein, es ist diese Lancôme-Blume, glaube ich. Und hier ist sogar eine kleine Anleitung mit dabei. Hält sich jemand an die Anleitungen? Ich glaube nicht. Ich möchte heute einen anderen Look schminken als sonst. Sehr extravagant. Und zwar gehe ich direkt hier in diesen Schimmerton rein, in dieses super krasse Grün und platziere mir das hier. Die ist butterweich, die Farbe. Also man muss so ein bisschen aufpassen. Super pigmentiert und geht halt auch direkt vom Pinsel ab, ne? Und ich blende das Ganze aus mit dem anderen Grün hier nach vorne. Mag ich's? Ah, nein, nein, nein. Also, die Seite gefällt mir besser. No. Wisst ihr was? Ich mach's nochmal ab. Also, mir gefällt die Technik nicht. Nicht der Lidschatten. Und dann machen wir das Ganze nochmal. Also, ich glaube, die Technik eben hat mir einfach nicht so zugesagt, weil der Ton in der Mitte, der ist so schön, dass ich glaube, dass ich nur den benutzen möchte. Ich gehe mit dem Brush hier rein und ziehe mir damit einfach diese Crease und dann hier außen lang. Schaut mal, ich kann halt wirklich wie mit einem Stift malen. Schaut mal, wenn ich mit dem Finger rübergehe, habe ich halt so einen richtig schönen Smaragdgrünton. Das Ganze machen wir auf der anderen Seite nochmal. Ja, hier lang, hier hoch und dann einfach mit dem Finger rüber und im Anschluss. Also die Farbe hier ist krass, das habe ich noch nicht erlebt. Schaut mal, die ist wie nass, also das ist wie so ein Cream-Eyeshadow. Ich kann so scharfe Konturen damit ziehen. Das ist verrückt. Kleiner Rückblick zu dem Lidschatten. Ich habe einfach die Technik falsch gemacht. Ich wollte so einen ähnlichen Look machen, bin aber ein bisschen abgekommen. Der Ton an sich, schaut mal, wie schön der ist. Ich müsste hier noch ein bisschen rüber gehen, um den komplett ebenmäßig deckend zu machen. Der ist butterweich. Und ihr könntet diesen Look, diesen ganz, also das ist ja wirklich der simpelste Look, den du machen kannst, mit allen Farben machen. Wir haben hier nämlich noch so einen schönen, Bronzy-Ton. Und einen anderen Grünton, also sehr schön in diese Erdtöne. Und halt super pigmentiert, ne? Alles recht schimmrig, also ihr habt auch einen matten Ton. Der hat mir persönlich nicht so gut gefallen. Ich glaube, weil er zu schlammig war, kommt ein bisschen auf die Art an, wie man damit umgeht. Aber so finde ich das eigentlich mal ganz cool. Ist
ein bisschen was Besonderes. Jetzt brauchen wir aber noch eine Mascara. Und davon habe ich sehr viel Gutes gehört. Das ist die Lash Idol Lash Lifting Volumizing Mascara. Sieht, wow, okay, sieht super fancy aus. Das ist so gebürstetes Metall und hat ein gebogenes Bürstchen. Also du kommst halt durch diese Biegung wirklich auch direkt hier vorne ran und kannst die Wimpern komplett umschließen. Also das ist wie, als würdet ihr mit eurem Finger an eure Wimpern drücken. Sehr, sehr schöne Mascara. Also, ihr werdet es jetzt von weitem nicht erkennen. So ein bisschen 20s inspired heute. Und dann gehe ich unten nochmal mit dem schimmernden Grün lang und verbinde das. She's fancy today. Und für die Lippen, da bin ich sehr gespannt, haben wir ein, ich glaube, das ist so ein Lip Lacquer. L'Absolu Lacquer. Das ist ein. Oh ja, krass. Okay, das ist wie ein Liquid Lipstick mit einem Gloss zusammen. Und einer super schönen Deckkraft. Er riecht ganz leicht, ich würde so sagen, so ein bisschen in die Kirsche-Richtung. Aber ohne, dass es klebrig ist. Das ist nicht, als würdet ihr Liquid Lipstick und Gloss raufgeben, sondern wirklich Liquid Lipstick und dann wie so ein Pflegebalsam. Und das ist mein fertiger Look, nur mit Lancôme-Produkten. Also ich muss sagen, die Base-Produkte finde ich super. Ich glaube, die Lidschattenpalette hat so ein bisschen kaputt gemacht, dadurch, dass ich es einfach abschminken musste. Qualitativ ist sie aber sehr gut. Ich bin mega begeistert von diesem Lip Lacquer. Das ist krass, das hält. Also, nischt. Und ihr habt Farbe drauf, gibt es in vielen verschiedenen Farben. Die Mascara hat mir sehr gut gefallen. Ich glaube, mein Favorit sind aber tatsächlich diese Sticks. Denn ihr könnt damit einfach super schöne gezielte Effekte setzen. Und ich könnte jetzt wahrscheinlich auch mit dem Stick nochmal hier rüber gehen und dann so ein bisschen punktuell einfach highlighten. Und das ganz, ganz einfach, ohne dass es die Foundation zersetzt. Sehr, 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 sehr schön. Ich bin super gespannt, wie ihr die Produkte findet. Was sagt ihr zu Lancôme-Produkten? Schreibt mir unbedingt ein Feedback in die Kommentare. Und mit dem Code Maxim20 spart ihr nicht nur auf Lancôme-Produkte. Da gibt es natürlich diese super coolen, vielen Goodies mit dazu. Aber ihr könnt damit auch alles andere kaufen. Euer Lieblingsparfum 20% günstiger, eure Lieblingsduftkerze 20% günstiger. Schaut bitte unbedingt bei Thiemann vorbei. Ihr findet dort einige Produkte, für die ihr sonst nicht so viele Prozente bekommt. Und ihr unterstützt damit ein kleines deutsches Familienunternehmen. Freunde, ich danke euch, dass ihr heute mit dabei gewesen seid. Ich würde vorschlagen, wir sehen uns am Freitag hier wieder. Bis zum nächsten Mal.